Wir sind hier auf dem Biohof Zug. Wir sehen hier den Zugersee. Und der Biohof Zug ist hier, wo der WWF sein Solardach baut. Natürlich besser, wenn man direkt etwas zur Energiewende selber beiträgt. Und darum hat der WWF selber eine Anlage will, das Dach bauen. Aber das ist nicht gegangen bei seinen Gebäuden in Zürich. Und darum haben wir das Dach gesucht, um das verwirklichen. Und dann haben wir das Dach hier auf dem Biohof Zug gefunden. Die Anlage wird etwa 45'000 kWh pro Jahr produzieren. Das entspricht etwa 10 Haushaltungen pro Jahr. Oder für den WWF gesagt, es ist etwa ein Drittel vom Strom, den der WWF leider. Es sind immer sehr viele Leute hier von Zug und Umgebung, die hier Kaffee trinken können, die Kinder hier spielen. Es ist eine Anlage, die man wird sehen. Das heisst, man kann mit dem eigentlich auch zeigen, hey, hier geht es weiter mit den Einwänden.